Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wir alle sind entsetzt, dass eine rechtsextreme Terrorgruppe so viele Jahre ungestört morden konnte. Und wir sind darüber entsetzt, dass der rechtsextreme Hintergrund all die Jahre nicht erkannt wurde. Zwar haben die Staatsregierung und die bayerischen Ermittlungsbehörden damals erkannt, dass die Opfer alle Eingewanderte waren, aber aus dieser Gemeinsamkeit haben sie als Motiv nicht Ausländerhass, sondern Ausländerkriminalität abgeleitet. Es hat in der letzten Woche einige Irritationen gegeben. Einige haben mich missverstanden oder wollten mich missverstehen. Deshalb sage ich klar und deutlich, ich hatte nie die Absicht, die CSU und ihre Mitglieder in die Nähe der Rechtsextremisten zu rücken. Wenn sich Angehörige der CSU verunglimpft fühlen, bedauere ich das. Wir Grünen stehen oft genug gemeinsam mit anderen Demokraten auf der Straße, um uns Rechtsextremen in den Weg zu stellen und ihnen nicht unsere Städte und Dörfer zu überlassen. Wir wissen aus vielen Beispielen, etwa aus Wunsiedel und aus Gräfenberg, dass der einzige erfolgreiche Weg ist, den Machtanspruch der Rechtsextremen zu brechen, wenn man sich gemeinsam dahin stellt. Wir sind erfolgreich, wenn sich auch Bürgermeister, Stadträte, Landräte und Abgeordnete und Mitglieder anderer Parteien gegen die Rechtsextremen stellen. Und darunter sind auch jedes Mal Mitglieder der CSU. Auf diese Demokraten kann nicht nur die CSU, auf die kann ganz Bayern stolz sein. Wir Grünen haben in den letzten Jahren immer wieder vor den Gefahren des Rechtsextremismus gewarnt. Wir haben viele Vorschläge gemacht, wie man ihn besser bekämpfen kann. Wir haben gefordert, dass der Freistaat das zivilgesellschaftliche Engagement gegen den Rechtsextremismus fördern muss, statt es zu behindern. Wir haben Vorschläge gemacht gegen das Ausbreiten von rechtsextremen Einstellungen bis in die Mitte der Gesellschaft und Vorschläge zur Prävention und zur Demokratieerziehung von klein auf. Bei der Beratung unserer Anträge hat sich immer wieder gezeigt, dass wir dazu unterschiedliche Auffassungen haben. Aber heute sollten wir uns gemeinsam und entschlossen auf die Bekämpfung rechtsextremer Gewalt in Bayern konzentrieren. Wir müssen diese entsetzlichen Vorfälle so schnell wie möglich aufklären. Und erst wenn wir genau wissen, was und warum es falsch gelaufen ist, und es ist ja dramatisch viel falsch gelaufen, können wir uns darüber verständigen, was strukturell geändert werden muss. Deshalb zunächst zu den zentralen Fragen, die die rechtsextreme Mordserie aufgeworfen hat und die Sie, Herr Minister, heute leider nicht beantwortet haben. Sie haben heute leider keine einzige Frage beantwortet. Sie haben gar nichts Neues gesagt. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum Sie so dringend hier einen Bericht abgeben mussten. Inhaltlich hat sich das leider nicht erschlossen. Dass die 5 Morde in Bayern jahrelang nicht aufgeklärt werden konnten und auch jetzt nicht aus eigener bayerischer Ermittlungsarbeit aufgeklärt wurden, ist ein Debakel für die innere Sicherheit in Bayern. Deshalb muss die Aufarbeitung möglichst öffentlich erfolgen. Ich will nur 2 Fragen aus unserem Berichtsantrag herausgreifen. Warum hat die Mordserie in Bayern begonnen und warum haben sich die rechtsextremistischen Terroristen die Hälfte ihrer Opfer in Nürnberg und München gesucht? Welche Kontakte von bayerischen Rechtsextremen gab und gibt es zu solchen in Thüringen? Das sind offene Fragen. Das sind zentrale Fragen und diese Fragen, Kolleginnen und Kollegen, müssen wir möglichst schnell und möglichst gemeinsam und öffentlich beantworten. Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern in Bayern schuldig. Es wird ja in der Öffentlichkeit zurzeit viel darüber diskutiert, dass die Staatsregierung mehr Aufmerksamkeit und Energie auf die Bekämpfung eines echten oder vermeintlichen Linksextremismus legt. Diesen Verfolgungseifer, der allzu oft über das Ziel hinausschießt, kann und muss man kritisieren. Aber es wäre halb so schlimm, wenn die Staatsregierung daneben noch genügend Aufmerksamkeit und Energie für die Bekämpfung des Rechtsextremismus übrig hätte. Leider gibt es viele Hinweise darauf
und zwar zusätzlich zur unaufgeklärten Mordserie, dass das genau leider nicht der Fall ist. In Bayern werden allzu oft rechtsextreme Taten als solche nicht erkannt. Das geht schon mit vermeintlich harmlosen Taten los. Ich will nur ein paar Beispiele dafür anführen. Elsenfeld, Unterfranken, November 2009. Da schreibt die dpa: Besudelung von Moschee Rohbau mit Schweineblut. Am 9.11.2009 schreibt sie das. Und als Motiv gaben die Täter an, kein Verständnis für die Baugenehmigung für die muslimische Gebetsstätte zu haben. Die zuständige Aschaffenburger Staatsanwältin sagt laut dpa, sie sehe trotz dieser Begründung keinerlei extremistischen Hintergrund für die Tat, sie gehe von einer ganz normalen Sachbeschädigung aus. Olching, Landkreis Fürstenfeldbruck, August 2010. Auf das Schaufenster eines kroatischen Restaurants wird "Stirb Ausländer" geschrieben. Die Polizei, berichtet der Lokalteil der Süddeutschen Zeitung am 16. August 2010, geht, ich zitiere, eher von einem dummen Streik aus als von einer rechtsradikal motivierten Tat, denn eine rechtsradikale Szene gebe es, und das ist wohl der Standard in Bayern, so die Polizei in Olching nicht, jedenfalls nicht mehr als anderswo. Für diese Wahrnehmungsblindheit gibt es auch heftigere Beispiele, etwa Waffenfunde, die auch die Behörden in Bayern gelegentlich machen. Nicht immer wird bei diesen Waffenfunden ein existierender rechtsextremer Hintergrund erkannt. Und nicht immer werden die Aktivitäten dieser verharmlosend Waffennarren genannten danach unterbunden. Beispiel: Im November 2009 wird in Geltendorf, Landkreis Fürstenfeldbruck, beim Vater eines mit Haftbefehl gesuchten rechtsgerichteten 25-Jährigen, schreibt die Süddeutsche Zeitung am 30. November 2009, ein umfangreiches Waffen- und Sprengstofflager entdeckt. Bereits im August 2009, darauf verweist die SZ, war der damals 24-Jährige bei einer Explosion lebensgefährlich verletzt worden. Bei Hausdurchsuchungen stießen die Ermittler auf Granaten und Munition aus der Wehrmachtszeit, auf selbstgebastelte Sprengkörper, auf Orden und Uniformteile. Die rechtsextreme Szene, war die Explosion im Sommer 2008 nicht zugeordnet worden. Weiteres Beispiel: In der Beantwortung unserer Anfrage vom 21.10.2009 nennt die Staatsregierung unter der Rubrik rechtsextreme Tötungsdelikte in Klammern einschließlich Versuche für die beiden Jahre davor genau ein Delikt, nämlich offenkundig den Messerangriff auf den Passauer Polizeichef Manichel. Die Ausstellung der Initiative Opferperspektive führt für die 20 Jahre von 1990 bis 2010 in eklatantem Unterschied zur Bundesregierung, die allenfalls ein Drittel da aufführt, 156 Todesopfer rechtsextremer Gewalt auf und darunter 8 in Bayern. Dabei sind die 5 Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe natürlich noch nicht mitgezählt. Aber Opferperspektive führt ein Todesopfer auf, das in der Statistik der Staatsregierung nicht erscheint. In der Nacht zum 26. April 2008 wurde Peter Siebert von seinem 22-jährigen Nachbarn mit einem Bajonett erstochen, weil er sich über lauten Rechtsrock aus dessen Wohnung beschwert hatte und dem Täter seine braune Gesinnung vorgeworfen hatte. Diese Wahrnehmungsblindheit hat offenkundig auch das Handeln von Staatsregierung und Ermittlungsbehörden bei der rechtsextremen Mordserie beeinträchtigt. Das hat nicht nur eine schnelle Aufklärung behindert, vielleicht sogar weitere Morde verhindert, das wäre ja schon schlimm genug. Aber empörend ist zudem, dass im Zuge der Ermittlungen die Opfer und ihr Umfeld kriminalisiert wurden. So hat man öffentlich über Schutzgelderpressung oder türkische Drogen- und Webmafia spekuliert. Und das waren nicht nur die Medien, das kam von den Behörden, das kam von der Regierung in Bayern. Das bayerische Innenministerium hat im Jahr 2006 die 5 Morde in Nürnberg bzw. München im Bereich der organisierten Kriminalität vermutet. Die Verzweiflung und die Ratlosigkeit der Angehörigen wurde vom Ministerium als mafiaähnliche Mauer des Schweigens gedeutet.
Auch der Begriff Dönermorde, den haben Sie Gott sei Dank heute nicht mehr verwendet, macht die Opfer verächtlich. Döner ist in der Jugendsprache eine ausländerfeindliche Beleidigung. Die Mörder wiederum machen sich in ihrem Propagandafilm über die Opfer lustig. Heute Aktion Dönerspieß. Höchst fragwürdig ist auch der Name der Sonderkommission Bosporus. Nehmen Sie den Namen endlich zurück. Er signalisiert... Es signalisiert eben keine Solidarität mit den Opfern als unseren Mitbürgern, sondern weist die Ursachen für diese brutalen Verbrechen und damit die Opfer aus unserer Gesellschaft aus, weit nach hinten in die Türkei an den Bosporus. So traf die Angehörigen doppeltes Leid, da sie nicht einen geliebten Menschen verloren haben, sondern dieser und sie selber zudem noch als kriminelle Ausländer öffentlich verunglimpft wurden. Wir fordern Sie auf, Herr Innenminister, deshalb die Opfer der Angehörigen, die Opfer der Anschläge und ihre Angehörigen durch eine öffentliche Entschuldigung vollständig zu rehabilitieren, und zwar im Namen des bayerischen Staates. Die Ermordeten und ihre Angehörigen sind unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das müssen wir alle deutlich sagen und das muss auch der Staat unmissverständlich zum Ausdruck bringen. Das sind keine Türken, das sind bayerische Bewohner unseres Landes. Das muss man klar sagen. Ein weiterer Aspekt, den ich noch beleuchten will, ist die Frage der Verbindungen nach Thüringen. Da haben Sie nichts dazu gesagt, Herr Minister. Sie versuchen ja den Eindruck zu erwecken, als habe die Mordserie gar nichts mit Bayern zu tun. Es handelt sich sozusagen um einen Import aus dem Nachbarland. Sie vergessen dabei, dass es immer auch einen Export in die umgekehrte Richtung gab und immer noch gibt. Bereits 1989, nach seiner vorzeitigen Haftentlassung, wegen guter Führung und guter Sozialprognose, ging der Gründer der nach ihm benannten Wehrsportgruppe Hoffmann nach Thüringen. Rechtsextreme aus Bayern haben erheblichen Anteil gehabt am Aufbau rechtsextremer Strukturen in unserem Nachbarland. Dass es auch heute noch Zusammenhänge zwischen Hoffmann und Thüringen gibt, haben Sie ja selbst in Ihrer Antwort auf die Anfrage der Kollegin Stahl vom 7. April bestätigt. Weiter, der Chef des Thüringer Heimatschutzes, Tino Brandt, hielt sich ab Mitte der 90er Jahre in Coburg auf. Er hatte auch Verbindungen zu den rechtsextremen Terroristen. Das BR-Magazin Kontrovers berichtete kürzlich, dass auch in Bayern Spendengelder für die rechtsextremen Terroristen gesammelt worden sind. Gegenwärtig hat außerdem das Rechtsextreme im Verfassungsschutzbericht aufgeführte Freie Netz enge Verbindungen zu Neonazis in Sachsen und Thüringen, besonders zur sogenannten revolutionären nationalen Jugendvogtlandschreiben, die Nürnberger Nachrichten am 15. November. Und genau diese Gruppierung hat schon angekündigt, Worten auch Taten folgen zu lassen. Das, was die Terroristen gemacht haben. Und am 19. August dieses Jahres sind beispielsweise die beiden Rechtsextremen Martin Wiese und Karl-Heinz Hoffmann gemeinsam im thüringischen Riesa aufgetreten. Wiese ist bekanntlich auch auf anderen rechtsextremen Veranstaltungen aufgetreten, trotz ausdrücklichem Kontaktverbot, etwa auf dem sogenannten Frankentag und kürzlich in Wunsiedel. Es ist unerhört, dass dieser Mann dem Freistand auf der Nase rumtanzen kann. Das muss schleunigst aufhören. Es gibt immer noch allzu viele offene Fragen zu den damaligen Ermittlungen, wie zu den Verbindungen nach Thüringen. Deshalb ist es unverantwortlich, wenn Sie, Herr Minister, die Verantwortung für das staatliche Versagen ausschließlich nach Thüringen verweisen wollen. Räumen Sie mal zu Hause auf. Rechtsextreme Aktivitäten, Diskriminierungen, Rassismus und andere Menschenrechtsverletzungen sind unerträgliche Missstände. Darauf hat die Frau Präsidentin vorher dankenswerterweise und bemerkenswerterweise hingewiesen.
Wir Grünen sind entschlossen, gemeinsam mit den anderen Fraktionen energisch und konsequent gegen rechtsextreme Gewalt und rechtsextreme Umtriebe in Bayern vorzugehen. Wir erwarten aber auch, dass die entsetzlichen Vorgänge öffentlich und umfassend aufgeklärt werden, und zwar möglichst schnell. Und erst dann können wir alle sagen, was dringend verbessert werden muss. Aber eines ist sicher, beim Kampf gegen Rechtsextremismus muss in Bayern, Herr Minister, sehr viel nachgebessert werden. Vielen Dank. Als Nächste hat das Wort die Frau Kollegin Tausendfreund. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, Herr Präsident, Sie haben noch drei Minuten für Kolleginnen und Kollegen, ich wollte noch einmal auf das NPD-Verbot eingehen. Wir halten ein NPD-Verbot für dringend erforderlich. Wir dürfen uns aber auch müssen uns im Klaren sein, dass dadurch natürlich die Neonazis nicht verschwinden, sondern sich auch auf andere Art und Weise wieder organisieren werden. Aber wir wollen dieses NPD-Verbot, weil es unerträglich ist, dass diese Partei hier staatlich finanziert wird. Das Scheitern des Verbotsverfahrens 2003 war ein fatales Signal. Es hat der NPD erst zur Popularität verholfen. Schuld an diesem Scheitern war der exzessive V-Mann-Einsatz, der heute auch noch weiterhin stattfindet. Zahlreiche Funktionäre der NPD wurden vom Verfassungsschutz für ihre fragwürdigen Informationen bezahlt. Die Zuordnbarkeit des Handelns ist damit infrage gestellt gewesen. Und es liegt auf der Hand, dass ein neues Verbotsverfahren wieder scheitern wird, wenn von dieser V-Mann-Praxis nicht Abstand genommen wird. Aber Innenminister Herrmann, Sie sind gerade derjenige, der den V-Mann-Einsatz weiterhin verteidigt, weiter daran festhalten wird. Wir müssen aber darauf verzichten, wenn wir dem NPD-Verbotsverfahren hier eine Chance geben wollen und es durchdringen sollen. Der V-Mann-Einsatz steht nicht nur dem NPD-Verbot im Wege, sondern er ist auch höchst problematisch. Die V-Leute bleiben in erster Linie Neonazis. Sie geben ja ihre rechtsextremistische, rassistische und antisemitische Haltung nicht auf. Nur in zweiter Linie sind sie Informanten für den Staat. Und von der Qualität der Informationen, da kann man halten, was man will, das muss man genau untersuchen. Aber ich halte von dieser Qualität der Informationen von solchen Leuten nicht besonders viel. Es kann auch gezielte Desinformationen geben. Für die NPD und sonstige rechtsextremistische Organisationen sind offensichtlich die Honorare ein wichtiger Bestandteil des Strukturaufbaus. Also hier nochmal staatliche Finanzierung über die Honorare an die V-Leute in die Strukturen der Rechtsextremisten. Das ist unerträglich. Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass die V-Leute mehr schaden, als dass sie nützen können. Der bessere Weg hier wäre der Einsatz von verdeckten Ermittlern. Ich weiß natürlich, dass es auch schwierig ist, hier verdeckte Ermittler in die Szene einzuschleusen, aber das ist der einzig korrekte Weg. Wir brauchen öffentliche Aufklärung. Wir müssen aber auch das parlamentarische Kontrollgremium einschalten. Dieses kleine Gremium ist dafür verantwortlich, die Tätigkeit des Verfassungsschutzes zu kontrollieren. Ich habe bereits eine Sondersitzung beantragt. Sie wird am nächsten Dienstag stattfinden. Eine erste Unterrichtung wird stattfinden, aber da brauchen wir nicht stehen bleiben, sondern wir brauchen, weil dieses Gremium nur aus 7 Personen besteht und eine genaue Kontrolle natürlich durch dieses Gremium meines Erachtens nicht ausreichend sein kann. Wir brauchen einen Sonderermittler, der dann auch hier einen Bericht abgibt. Und das parlamentarische Kontrollgremium muss dann die Ergebnisse der Ermittlungen hier auch in möglichst öffentlicher Form dem Landtag präsentieren. Im Kontrollgremium können wir in die Tiefe gehen. Wir können genau nachsehen, welche Erkenntnisse lagen dem Landesamt für Verfassungsschutz vor 1998.
1998 hat es die Information gegeben, dass diese Zwickauer Terrorbande untergetaucht ist. Diese Information ist an alle Bundesländer, an alle Landesämter für Verfassungsschutz weitergegeben worden. Sie sind mit Haftbefehl gesucht worden. Da brauche ich keine Vorratsdatenspeicherung, damit ich diese Information hier für die Strafverfolgung, für die weiteren Ermittlungen, für die Tätigkeit des Verfassungsschutzes nutzen kann. Frau Kollegin Tausendfeind, darf ich Sie höflich darauf hinweisen, dass Ihre Redezeit zu Ende ist. Wir müssen untersuchen, was wir für konkrete Informationen wirklich von den V-Leuten gewonnen haben. Und das ist jetzt Aufgabe dieses Gremiums. Und nächste Woche fangen wir damit an. Dankeschön.